gibt es nach der maskenaffäre nun auch eine impfstoffaffäre im wahlkampf war von affären natürlich nicht die rede affären haben aber oft mit lobbyismus zu tun doch wer ist wie als lobbyist tätig wie transparent wird all dies eigentlich wer mit welchen interessen wo vorstellig wird bei uns in deutschland liegt da vieles im argen wie verstrickt politiker und politikerinnen eigentlich sind was legal Möglicherweise aber nicht legitim, was gar illegal ist, wenn Geschäfte gemacht, Geld verdient und möglicherweise auch Gesetze entworfen und ja durchgedrückt werden. Wer profitiert davon? Einige? Viele? Gerade ist ein neues Buch zum Thema erschienen, das sich mit dem Lobbyismus bei uns auseinandersetzt. Geschrieben hat es der Journalist und Autor Marco Bülow, der 19 Jahre erst für die SPD, und dann für die Partei im Bundestag saß, also mittendrin. Nun ist er ausgeschieden. Herzlich willkommen im Divan, Marco Bülow. Ja, hallo, vielen Dank. Ihr Buch trägt ja den Titel Lobbyland, wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft. Das ist ja schon ein ganz schön sprechender Titel, der eigentlich sagt: oh je, wir sind eigentlich alle von Lobbyisten abhängig. Ja, ein bisschen ist das so. Also, vor allen Dingen die Politik hat sich leider immer mehr den Profitlobbyisten untertan gemacht. Also im Endeffekt kann man natürlich sagen, viele Lobbyisten gibt es, auch Initiativen, Verbände sind Lobbyisten, aber ich unterscheide zwischen Interessensvertretung für die Sache, für ökologische, soziale Belange und zu Profitlobbyisten, die einfach viel mehr Know-how haben, die viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und vor allen Dingen viel mehr Einfluss auf die Politik ausüben. Und ich habe leider 19 Jahre im Bundestag erlebt, dass nicht das Argument, nicht die wissenschaftlichen Grundlagen, nicht die Diskussion zählt, sondern am Ende gewinnen die, die die stärkste Profitlobby hinter sich haben. Und das hat mich vom Umwelt- und Sozialpolitiker eigentlich zum Lobbyexperten gemacht, äh, wider Willen. Ich wollte gerade sagen, wie kam es denn dazu, dass Sie sich dann mit diesem Thema beschäftigt haben? Also ich bin sehr jung in den Bundestag gekommen und da war es noch nicht so üblich, dass ein 30-Jähriger vor allen Dingen den Wahlkreis direkt gewinnt in Dortmund, was so ein eher ja eine konservative SPD-Hochburg war, immer noch zum Teil ist. Und ähm, ich bin direkt in den Umweltausschuss gekommen und war zuständig für erneuerbare Energien, für Klimaschutz, was damals schon sehr umkämpft war. Und ich hatte die Lobbyisten gleich auf dem Schoß <laughs> und ich habe gleich gemerkt, wie das Spiel läuft. Und hab dann gekämpft und es gab auch eine Zeit, wo man auch mal was erreichen konnte in dem Bereich, aber dann war relativ schnell klar, gerade auch innerhalb der SPD, aber eigentlich auch innerhalb des ganzen Bundestages, dass die Profitlobby, die alte fossilatomare Lobby da einfach stärker ist und letztendlich die Politik diktiert. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das sein, weil Klimaschutz war schon vor 20 Jahren drängend und hätten wir damals besser gehandelt, dann hätten wir heute nicht dieses Dilemma. Nun erzählen Sie ja in Ihrem Buch den Lobbyismus aus der Perspektive im Grunde der Politik und des Bundestags und der Parteien. Ja klar, weil da kenne ich mich natürlich am besten aus. Ich glaube aber auch, dass das der entscheidende Punkt ist, weil man könnte natürlich die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger einnehmen, da müsste man sagen, man wird eigentlich komplett von der Politik verarscht, weil es um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger nur noch zweit oder drittrangig geht und die Einzelinteressen von einzelnen Konzernen oder Konzernverbünden viel wichtiger sind. Das wird vielleicht dann mein nächstes Buch, weil das kriege ich ja jetzt stärker mit. Aber mein Vorwurf ist auch gar nicht an die Lobbyisten gerichtet, weil ich sage mal, die machen ihren Job, die sind sozusagen natürlich werden dafür bezahlt, dass sie Politik beeinflussen, sondern ich glaube, es geht ja darum, wie wir, ich sage das immer noch, wir Politiker, Politikerinnen damit umgehen, weil wir werden eigentlich von der Bevölkerung bezahlt, wir müssen sozusagen die Bevölkerung vertreten und wir sind in unserem Gewissen verpflichtet und nicht dem Fraktionsvorsitzenden, nicht dem Parteivorsitzenden und auch nicht einem Konzern oder einem Verbund. Und das wird nicht so klar, weil ich weiß ja, wie viele Stunden wir mit Profitlobbyisten verbringen und wie wenig Zeit wir auf der anderen Seite mit den Menschen verbringen. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Waffenungleichheit äh, zwischen diesen Gruppen. Das beschreiben Sie ja auch alles in Ihrem Buch. Was mir aber auch aufgefallen ist, Sie haben ein großes Problem mit den Medien. Ich hatte das Gefühl, Sie beschreiben uns so, als wären wir der Begleitschutz der Politik. Sehe ich das richtig? <laughs> Na, naja, nicht ganz. Also die Medien gibt es natürlich nicht. Und es gibt auch nicht natürlich die Politiker. Das muss man natürlich differenzieren, das ist klar. Aber leider muss ich sagen, dass bei den Medien, die am meisten konsumiert werden, die am meisten Reichweite haben, ich würde nicht sagen Begleitschutz, aber die Kritik, die diese Medien haben, sich stark auf bestimmte Bereiche konzentriert und wenig dann zum Beispiel äh, es darum geht, zum Beispiel um Transparenz, wenig um Lobbyismus geht und wenig auch um die Bereiche geht, wo ich finde, wo ein Großteil der Bevölkerung abgehängt wird. Also im Bundestag sitzen fast nur Akademiker akademiker die reich sind oder denen es sehr gut geht und die meistens auch aus haushalten stammen denen es gut geht also die krankenschwestern op-pfleger busfahrerinnen und so weiter sind fast gar nicht vertreten. also es wird eigentlich die bevölkerung im bundestag nicht repräsentiert. haben wir da nicht in den medien das gleiche bild? das wollte ich eben sagen. und wenn man sich an den hauptstadtjournalismus anguckt die Menschen, die in den Leitmedien arbeiten und dann zum Beispiel bei der Bundespressekonferenz sitzen, die kommen ja aus dem ähnlichen Zusammenhang und sie haben auch nicht die Probleme. Das heißt, soziale Belange spielen meistens keine Rolle. Wenn, dann plotten die mal auf, wie Pflege und Gesundheit während der Corona-Krise, aber dann ist es wieder weg oder jetzt im Wahlkampf haben weder die Politik, aber auch die meisten Medien nicht über Lobbyismus gesprochen, nicht über Transparenz gesprochen, obwohl wir diese Korruptionsfälle am Anfang des Jahres hatten. Die ploppten natürlich kurz auf, aber normalerweise hätte das doch ein Wahlkampfthema sein das müssen. Das habe ich ja gerade in der Moderation gesagt. Und wenn eben nicht von den Parteien, dann hätten doch zumindest die Journalistinnen und Journalisten nachfragen müssen, bei den Triels zum Beispiel keine einzige Frage dazu. Und die drei, die da standen, waren froh, dass es dazu keine Frage gegeben hat. Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch zu Ihrem Buch. Und zwar geben Sie ja auch einen Ausblick darauf, wie es besser sein könnte. Vielleicht können Sie da ein Beispiel nennen. Ja, also auf jeden Fall, Sie hatten davon gesprochen von legal und illegal. Und das große Problem ist, dass fast alles legal ist, aber nicht, weil es gut und richtig ist, sondern weil die Abgeordneten, die Politik ihre Regeln selbst bestimmt. Und das heißt natürlich, dass fast alles legal ist. Also wenn mir jetzt ein Konzern. 100.000 Euro pro Monat überweist, dann ist das völlig legal, solange ich dafür nicht verspreche, irgendwas anderes zu beschließen. Aber das macht natürlich fast keiner. Das heißt, man muss eigentlich nicht nur korrupt sein, sondern auch dumm sein, um erwischt zu werden. Von daher glaube ich, dass die Regeln sich ändern müssen. Und dafür mache ich richtig Vorschläge, welche Regeln sich ändern müssen. Und ich glaube, dass das auch nicht die Politik entscheiden sollte, sondern dazu muss ein Expertinnen oder auch ein Bürgerinnenrat gebildet werden, die Regeln aufstellen, für Politiker, was dürfen sie, was dürfen sie nicht? Wie transparent müssen sie sein? Aber auch wie groß muss so ein Bundestag sein, weil die Politik alleine kriegt das leider nicht hin, da vernünftige, klare Regeln zu schaffen. Vielen Dank an Marco Bülow für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Sein lesenswertes Buch "Lobbyland: Wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft" ist für 15 Euro im Verlag Neues Berlin erschienen.